Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu SWQ oder 2 Solo Challenge. Wir sind hier immer noch im Grab von dem netten Kerl, nett in diesem Fall mit NADD geschrieben, dem dunklen Sith Lord oder Meister, ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Hier ist schon wieder ein uraltes Terminal. Wollen wir mal schauen, was wir hiermit erreichen können. Dieses alte Terminal steuert den Schließmechanismus der Tür des inneren Grabes. Dieser Hebel könnte sie öffnen. Wollen wir mal drücken. Oh. Jetzt haben wir es schon direkt geöffnet. Terminal verlassen. Alles klar. Na, mal kurz die Runde laufen, damit wir nicht irgendwas übersehen haben. Dum dim dum 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 dum. Okay, wir haben nichts übersehen. Das freut mir natürlich. Ich mach mal. Wir können wiederbeleben, krass. Kampfmeditation. Mach mal. Ich weiß nicht, was es tut, aber es scheint sie gestärkt zu haben. Machtbarriere, machen wir auch mal an. Jetzt vor allem, wo die Leute kommen. Machtimmunität, heilen. So. Ach, jetzt kommen die hier auch noch mit den Boomer-Bestien an. Das, ist ja schlimm. Das wird euch eine Lehre sein. Die Boomer-Bestien sind auch wieder so laut. Ich glaube, ich sollte einfach gar nichts sagen, wenn ihr irgendwas an Kampftechniken und Sachen kommt. So, sehr stark. Mal kurz heilen. Alter, Visage, du brauchst dringend brauchst du stärkere Rüstung und stärkere Lichtschwerter. Das kann doch nicht angehen. Gut. Ich würde aber trotzdem gerne zur linken Seite nochmal rübergehen. Wenn wir auf der Karte gucken. Hier ist der Vorraum und dahinter ist schon offensichtlich das Ende von diesem Tempel. Oh, von der Grabstätte, Entschuldigung. Man muss ja hier korrekt sein. Oh. Oh, 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 da kommen aber einige. Dienerin, do it. Boah, die gehen direkt auf HK. Lasst uns trainieren. Der arme Dude. Kann doch nichts dafür. So, wollen wir erstmal uns um den Schüler hier kümmern. Ich achte schon auf das Leben unserer Begleiter, keine Sorge. Und auch sieht das gut aus. Sehr gut. Ah, sie kriegen alle Level-Ups, perfekt. Das ist das Beste, was passieren kann, wenn alle wenig Leben haben, denn wie ihr wisst, werden alle sofort geheilt, wenn sie das Level-Up durchführen. Deswegen kann ich auch ruhig ein bisschen auf Risiko spielen jetzt. Ist auch nicht, so gesehen, prinzipiell nicht schlimm. Eine Herausforderung. Wenn sie sterben. Das macht überhaupt keinen Unterschied im Endeffekt. Das ist schon wieder so ein Captain, die haben so viel Leben. Das wird euch eine Lehre sein. Und wie saß die verfehlt durch? Das wird euch eine Lehre sein. Zack, komm. Ich werde sie. Da ist noch einer, Boba. Verstehe, der macht den ganzen großen Schaden. Okay. Das wird euch eine Lehre sein. Sehr stark. Gut, jetzt machen alle ein Level-Up, bitteschön. Was? Level 21, Level 21 und wer hätte es gesagt? Level 21. Sehr gut. Schließen, speichern, weiter. Habt ihr irgendwas für uns dabei? Ein paar Überreste? Scheint nicht so. Nun gut, weiter geht's. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hätten wir diese Vorhut auf jeden Fall auch schon mal besiegt, aber scheinen noch welche zu stehen, ne? Da sind noch ein paar Sith Trooper. Die möchte ich aber noch gar nicht angehen. Erstmal möchte ich zur linken Seite gehen und schauen, was da noch so abgeht. Ja. Es ist so dunkel hier. Ich kann so gut wie gar nichts erkennen, muss ich sagen. Ich orientiere mich nur an diesen Leuchtstäben die ganze Zeit und an den Buttons, die hier stehen. Ein Elite Trooper. Ist wirklich nur einer, ne? Der soll uns ja nicht aufhalten. Der soll uns nicht aufhalten. So, kurz heilen. Sehr schön. Sehr gut. Mal kurz speichern. Nach jedem Kampf einfach speichern, dann haben wir es geregelt. Was ist da vorne? Da ist noch. Da sind zwei Trooper, okay. Machen wir mal besser. Vielleicht macht das mehr Schaden. Oh, das ist ein Schüler. Du irgendwie hast das Gefühl, dass irgendwo besser ist. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass es zumindest. Oder einfach das normale angreifen, ist auch nicht schlecht. Also noch verbessertes Medikit auf dich setzen. Patz. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So, ihr habt auch nichts dabei wieder. Ist ja eine Farce, ist das ja. Nahezu. So. Signore Sith Trooper.
Habt ihr nichts zu sagen? Ihr habt nichts. Oh, 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 oh. Jetzt eure Kollegen sehe ich schon. Ich greife einfach normal an. Die höchste Trefferchance einfach. Im Gegensatz zu den kritischen Treffer oder zur Unruhe. Dass wir erstmal wissen, dass wir treffen, anstatt dass wir irgendwas anderes machen. Irgendeinen anderen Schmarrn. So, hau ihn kaputt. Noch wird's geheilt. Und du kriegst noch ein funktionierendes Reparaturkit. Sehr schön. Ja, wie kann ich dienen? So. Ein Spind. Oh, haben wir noch gar keinen gesehen in diesem Grab. Bisher zumindest. Ein uraltes Terminal. Die Tür zum inneren Grab wurde bereits geöffnet, an dem Terminal gibt es nichts mehr zu tun. Okay. Das heißt, es wäre egal gewesen, in welche Richtung wir gegangen wären. Ich wollte nur halt hier nochmal kurz schauen, ob wir irgendwas übersehen haben könnten. Zum Beispiel den Immunitätsgürtel, auch wenn wir den nicht unbedingt brauchen, aber es ist schön, dass wir ihn jetzt haben. Sprengrakete ist auch nicht schlecht. Automatikhandschuhe? Was machen die denn? Wo sind sie da? Okay. Einfach nur eine Stat-Erhöhung. Sehr schön. Ah, hier ist nochmal so ein Energie der dunklen Seite, da machen wir natürlich mit. Du spürst, dass die dunkle Seite diesen Ort beherrscht. Die Luft ist erfüllt mit Angst und Verzweiflung. Kontrolliert eure Gedanken. Die Faszination nimmt nicht ab. Wilde, dunkle Emotionen umhüllen dich. Du weißt nicht, ob du dein geistiges Gleichgewicht bewahren kannst. Versuch, die Gefühle in diesem Bereich zu bändigen. Gescheitert. Die Dunkelheit ist so stark. Einen Moment lang packt dich die Angst, die zwanghafte Wunsch aus dem Grab zu fliehen, überwältigt dich und du verschwindest ebenso schnell, wie er gekommen ist. Du reißt dich von diesem Ort los, aber noch immer hörst du den Lock. Dufte der dunklen Seite. Shit. Aber wieso haben wir den das beim ersten Mal so gut geschafft? I don't really understand. Ist doch nicht so schlimm. Ich meine, sie hat immer noch extreme helle Ausrichtung. Da ist dieser eine schwarze Punkt auch nicht so schlimm. Nun ja. Gehen wir erstmal schnell wieder hier rüber. Ich möchte jetzt hier nicht Rittergeschwindigkeit einsetzen, weil die sonst meine Kollegen nicht mitkommen. Und da seht ihr schon, da kommen schon die nächsten Boma-Bestien auf uns zu, die wir natürlich einfach so angreifen werden. Alter, die haben Granaten auf uns geworfen, die Säcke. Genau, hau ihn kaputt. Hier können wir schon rüberlaufen, während die Diener den Gefällig machen. Sehr schön. Seth-Granat hier. Seth. All hail the Seth. So. Sehr schön. Lieselschuber. Oh, wir haben fast kein Leben mehr, sehe ich gerade. Wir haben noch kein Leben, Alter. Nochmal heilen. Und nochmal heilen, weil es so schön ist. Und dann nehmen wir nochmal ein einfaches Medikit für sie. Platz. Sehr schön. Überreste haben wir liegen. Ich habe einen Schildanzug. Wir finden ziemlich viele Rüstungsteile, sehe ich gerade, ne? Okay, speichern wir mal kurz zwischen. Blub. Sehr schön. Und dann gehen wir den wohlbekannten mit... Oh, erstmal gehen wir den Boma-Säcken auf den Sack. Boma-Viechern vielmehr. Seid bereit. Na, gefällt mir nicht, dass hier jetzt massiv mitgegriffen wird. Oh, jetzt auf den Sith gehen. Oh, der ist schon kaputt. Boma-Bestie ebenso. Zeigstock. Und da ist noch ein Zweisimpfanatur, super sehr liebte Trooper. Und wir haben so gar kein Leben wieder. Das wird euch eine Lehre sein. Sollen wir lieber kurz zwischenheilen? Eigentlich solltest du nochmal heilen. Genau. Sehr stark. Und der ist betäubt. Easy going. Sehr schön. Nimmst du mal die Überrisse mit? Ein Geschicklichkeitsenhancer und ein Duellierschild. Sehr schön. Kurz heilen. Was hat er hier dabei? Der Boma-Kerl? Noch ein Duellierschild, hat er wahrscheinlich gefressen. Nochmal mit Medikits hochheilen den Rest. Sehr schön. Zack, nochmal speichern. Und weiter geht die Luzi. Eine wilde Luzi geht ab hier. Okay. Sind da alle dabei? Na, ich möchte sie lieber nah bei mir haben, damit ich nicht hier alleine gegen die Sith-Trooper kämpfen muss. Captain. Wir brauchen nur noch einen Moment. Wir sind fast fertig. Ein Misserfolg, Captain, kann nicht geduldet werden. Wie ihr wünscht, mein Lord. Okay, kommt jetzt auf uns zu. Nee, die greifen uns einfach direkt so an. Erstmal natürlich noch die Elite-Trooper.
Ich weiß nicht, ob wir gegen die Sith so gut ankommen können. Ich meine, die haben nicht so viel Leben, aber... Das wird euch eine Lehre sein. Trotzdem, die sind relativ stark. Das wird euch eine Lehre sein. Hörst du das? Boah, aber der Captain wurde ja richtig Lasst schnell... Lasst uns trainieren. ...auch kurz geheilt. Und weiter geht die Wildfahrt. Die Dienerin ist sowieso total auf Amokurs. Zack. Das Mädchen macht doch bitte ein bisschen mehr Schaden, ja? Komm schon. Sehr schön. So, da vorne sind jetzt die letzten Sith. Eine Herausforderung. Mal. Sozusagen der Bossgegner in diesem Dungeon. Speichern nochmal. Und ich würde sagen, wir hauen noch ein paar Meditationen und Ritterblut und sowas raus. Energiewiderstand. Machtbarriere. Kampfmeditation. Okay. Dann bei dir den Deflektor anmachen. Bei dir den Duellierschild. Und wie kann ich dienen? Kriegst du den Mechanikschild an. Speichern nochmal und gehen los. Zum Final Battle. Beendet das Ritual. Sofort. Ihr seid zu spät. Wir haben getan, was getan werden musste. Bald wird Onderon fallen und damit auch die Republik. Aber was ist das? Ah, natürlich. Die Macht hat euch hierher geführt. Sie pulsiert in eurem Inneren. Aber ich spüre, dass sie noch ungebändigt ist. Es war gut von euch, uns aufzusuchen. Die dunkle Seite ist in diesem Grab sehr stark ausgeprägt. Hier werdet ihr den ersten Schritt auf dem Weg zu eurer Bestimmung machen. Was? Ungebändigt? Was meint ihr damit? Ein Adept hat es so weit geschafft. Unglaublich. Ihr habt das Potenzial, euch die Macht zu unterwerfen. Ich spreche nicht von den Jedi oder ihren falschen Lehren. Ihr Orden war gezeichnet durch Schwäche. Sie würden euch zu einer Marionette der Macht machen. Sie würden euch die Stärke eurer Gefühle leugnen lassen. Die Stärke eures eigenen Willens. Fühlt ihr nicht die Kraft, die von diesem Ort ausgeht? Ihr Echo ist in euch wie eine zweite Stimme. Nehmt sie an. Macht sie euch zu eigen. Ich find's ja ganz witzig, dass seine Maske so mitgeht, wenn er spricht. Ich stehe zu den Jedi. Ihr irrt euch, was sie betrifft. Die Jedi. Ein Jedi hat keine Familie, keine Kindheit, keine Gefühle. Sie sind wie tot der Macht gegenüber. Und auch sich selbst. Sie wollen Drohnen. Sklaven des Jedi-Rats. Wenigstens leben wir. Wir fühlen das Universum um uns herum. Wir sind die Meister. Nicht nur Werkzeuge der Macht. Fühlt ihr nicht die Kraft in den Mauern dieses Grabes? Nehmt sie an. Beschränkt nicht euer Potenzial. Ihr führt mich nicht in Versuchung. Dieser Weg führt zur dunklen Seite. Was für eine Schande. Statt Freiheit und Macht habt ihr den Tod gewählt. So soll es sein. Okay. Lähmung. Wenn das klappt, wäre es richtig witzig. Ach, schade, wäre auch zu schön gewesen. Na gut, greifen sie einfach so an. Passt an unsere Buffs. Alter, rastet halt aus. What? Okay, du machst einen Flammenwerfer, bitte. Das wird euch eine Lehre sein. Kollege. Flammenwerfer. Alter, was ist denn los mit den Leuten? Ich kann hier nichts machen. Auch wenn das hier HK ist, der wird auch nicht drei Sith-Meister hier umbringen können. Ich kann mich nicht vom Kampf entfernen, natürlich. Okay. So, dann wollen wir noch mal ein bisschen was aufwerten hier. So, Kampfstimulanz. Was haben wir denn noch? Stärke Enhancer, sofort drauf. Konstitutionsenhancer, rauf damit. Wollen wir noch Hyperkonstitution sehen? Ah, Hyperstärke Enhancer, sowas will ich haben. Die sind noch ein bisschen besser. Ich bin hier. Dasselbe kriegst natürlich du. Hyperkonstitution. Dann kriegst du noch Stärke Enhancer. Und Geschicklichkeit natürlich. Und was wäre das erstmal gewesen? Ich Hani-Schild machst du auch nochmal an. Bestätigung.
Du, ich weiß gar nicht, ob du irgendwas nehmen kannst davon. Kampfstimulanz, kannst du das? Nö. Wie kann ich dienen? Ich glaube, wir haben uns jetzt so weit aufgewertet, wie es aufzuwerten geht. Beendet das Ritual. Es war gut von... Ich werde nicht den Weg der dunklen Seite gehen. Ich stehe zu den Jedi. Ihr führt mich nicht in Versuchung. Okay. Dann aufs Maul, ne? Das wird euch eine Lehre sein. Alter, die machen so viel Schaden. Das wird euch eine Lehre sein. Okay, sobald wir einen in irgendeiner Weise tot kriegen, wäre es schon gut. Heilen. 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 Okay, Lähmung. 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 Bitte. Okay, heil. Heil dich. Bitte nur noch heilen. Eine Herausforderung. Oh, wir haben einen haben wir schon down. Sehr gut. Heil. Der zweite folgt. Okay. Und der letzte. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Zur Not mit HK alleine. HK hat sie umgebracht. Sehr schön in den Rücken geschossen. Stark. Speichern. Okay. Das Ritual ist beendet. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwas noch kommt. Ich gehe jetzt einfach mal direkt. Doppellichtschwert, okay. Direkt zu diesem Sarkophag. Mumifizierte Leiche. Friedennetz, kurzes Lichtschwert. Krass. Okay, was haben wir denn hier? Ich glaube, wir haben jetzt wirklich alles hier rausgeholt und besiegt, was es zu besiegen gab. Oder zu besiegen galt. Ich glaube, wir können rausgehen zu unserem Mandalorianer-Freund. Ich heile auf dem Weg noch hin und wieder ein bisschen. Ah, da ist er ja schon. Der gute Xaras. Ne, Xaga, Entschuldigung. Was ihr getan habt, ist nicht in Worte zu fassen. Ihr habt gekämpft wie ein Mandalorianer. Wenn ihr hier fertig seid, bringe ich euch zurück zum Lager. Dann könnt ihr den anderen sagen, was ihr entdeckt habt. Ich bin bereit zum Aufbruch. Was ist mit Fields? Als ihr gegangen wart, haben sie... Saga sagte, dass er mit seinen Freunden im Dschungel gut vorankommt. Vertraut mir, das Warten lohnt sich. Und hier ist er. Ein Basilisk-Kriegsdroide. Mandalore hat befohlen, dass wir ihn bereitstellen, weil ihr ihn in Izitz brauchen werdet. Ich versichere euch, dass sie nicht wissen werden, was sie getroffen hat. Krass. Was genau ist das? Der Basilisk-Kriegsdroide ist der Inbegriff moderner Waffentechnik. Er hat Hightech-Waffensysteme, eine 1A-Panzerung und ist höllisch wendig. Leider sind die Waffensysteme und einige Subroutinen noch nicht voll funktionsfähig. Aber er bringt euch unbeschadet bis nach Izitz. Das können die Jäger nicht verhindern. Welche Subroutinen funktionieren nicht? Unwichtige Systeme. Nichts, worum ihr euch Gedanken machen müsst. Wir haben den Innenbereich für 3 Personen optimiert. Es wird also ein bisschen eng. Ihr müsst sofort aufbrechen. Izitz steht an der Schwelle zum Bürgerkrieg. Rechnet also mit Widerstand. Sie erinnern sich noch an den letzten Basilisk-Kriegsdroiden, der ihren Planeten besucht hat. Kämpft tapfer. Und nehmt möglichst viele Feinde mit in den Tod, falls ihr sterben solltet. Ich will alleine gehen. Einen verfügbaren Slot, das heißt, ich muss auf jeden Fall einen mitnehmen. Aber wen? Oh, Taskbar, hallo. Beginn alleine. Möglichst. Ich hoffe, das war kein Fehler. Krasses Teil. Ein Basilisk? Hier? Die Mandalorianer greifen die Stadt an. Talia hat sich mit den Mandalorianern verbündet. Vernichtet sie, Männer! Ach, Kreia ist hier am Start. Verstehe. Kriegt erstmal ein automatisches Level ab. Okay. Ich wollte hier nochmal gucken, ob wir irgendwas Besseres mittlerweile haben. Weil die Detonator-Handschuhe sind echt nicht gut. Ah, Sif-Energie-Handschuh, das ist doch nicht schlecht. Energieimplantat. Fähigkeitenimplantat, krass. Ist nicht schlecht, aber das brauchen wir gerade nicht. Stärke ist schon besser. Das
Armband? Das habe ich eigentlich auch nur aus Stilgründen an. Egal. Oh. Okay, gut. Wir haben erstmal hinter uns ein paar Feinde. Und wohl Meister. Oh, oh. Das tut so gut, endlich mal wieder richtige Schaden zu sehen. Das wird uns nicht lange aufhalten. Zack. Einfach weggeschlitzt. Das ist so herrlich. Aus kaputt geht's. So stark. Too strong for you. Beenden wir es. Stirb. Stirb. Meisterheilung. Kurz zwischendurch. Boah, der hätte aber auch sterben können. Dieses Kitzelchen daneben. Mal kurz heilen. So. Meister. Also Unruhemeister. Wieso ist denn unbedingt Kraya dabei? Das ist doch mega unnütz einfach. Die hat doch sowieso nur eine Hand. So. Also nichts gegen Hand oder Einhändige oder Handlose. Aber ich weiß nicht, so zum Kampf ist das noch nicht so geeignet, oder? Gut, ich gucke aber auf die Zeit und wir haben schon wieder einen Überlänge-Part, sehe ich gerade. Egal! Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, bye bye! Yeah!